Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bus Simulator. Jawohl, wir sind wieder hier am Start und fahren weiter durch Kerstadt. Warum? Weil wir Kerstadt noch auf Level 3 bringen müssen und ich einmal gerade im Bus war. Ich habe mir gedacht, ey, komm, wir fahren direkt noch eine Runde. Warum nicht? Einfach mal schauen, was uns hier erwarten wird auf der nächsten Tour. Wir haben ja ein bisschen Zeit und ja, ich muss auch noch die andere Route da bauen. Und das wird wahrscheinlich noch dauern, ne? Weil, ja. Warum nicht erstmal hier weitermachen, wenn man schon eh einmal am Steuer sitzt? So, Kollege, fahr mal hier. Da bin ich ungeduldig, da muss ich hupen. Genau, so. Zack, oh, Vorsicht, keine Fußgänger überfangen. Alter Schwede, das war schon wieder so knapp ohne Ende. Das wäre fast in die Hose gegangen. Was denn nur jetzt? Ach, der steht immer noch vor mir. Okay, den habe ich nicht gesehen. Na moin. Das kommt davon, wenn man einmal die Außenansicht macht. Naja, mein Gott, was soll's. Irgendein Schwarzfahrer wird dann schon wieder bezahlen. So, hier haben wir Schule. Hier sollten wir schnell fahren. Je schneller wir hier durch das Schulgelände durch sind, desto schneller sind die Kinder wieder sicher vor mir. So, zack. Was für eine Akademie? Früh auf Akademie, jawohl, da sind wir doch. So, zack, jawohl, auf Stufe 2, sehr schön. Und ein Zahltag, so, Moment. Habe ich hier irgendwas von einem... Auf dem Hügel in Sonnstein kannst du die Flugzeuge vorbeifliegen sehen. Echt? Na dann. So, zack, Senior-Ticket. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, kein Problem. So, Decke schon eins. Natürlich muss ich hier jetzt wieder ohne Ende Kleingeld loswerden. Sehr gut. So, wir haben nur ein bisschen Zeit, ne? Komm. Guten Tag. Ja, ich habe das Fach bestanden. Jetzt kann ich mich auf die Abschlussprüfung konzentrieren. Ja, zum Glückwunsch. Er hat bestanden. Klar. Aber sollen wir direkt hier eigentlich mal, ne, ein Fläschchen aufmachen? Hier. So, Sie haben zack. Meine Fahrkarte schon gesehen. Echt? Na dann. Herr Flanders? Na klar. Na klar. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mountie. Ich finde das immer so geil, ne? Ganz ehrlich, sind Sie auch, auch im Bus, wenn der Kontrolleur kommt? Was? Ach so. Hier. Und ihr sagt, ey, hier ist ein Foto von meiner Katze und wie sie heißt und so? Schreibt eure Telefonnummer direkt drauf. Ey. Ah, Moment, es könnten auch Nacktfotos sein, ne? Hier ist das Foto meiner Katze. Mhm, habe ich verstanden. Hat was länger gedauert, aber ich habe es jetzt dann doch verstanden. Vielleicht soll das eine Anmache sein. Na, das könnte sein. Das ist meine Katze. Frisch geschäft. So, zack. Und wir haben hier eine neue... Haltestelle gelevelt. Jawohl, sehr schön. So, alle rein, alle raus. Vielmehr umgekehrt. Nur hin, bitte. Kein Problem. Wo soll es denn hingehen? Bitte schön. Danke. Gerne. Und Abfahrt. Weiter geht's. Herrlich. Ein Traum. Ja, läuft da ganz gut hier, ne? Wenn wir jede Haltestelle auf Level 3 haben, haben wir Kerstadt auch relativ zügig auf Level 3. Da wollen wir hin. Da sehe ich uns. Oh, verdammt. Aber ey, halt die Klappe da hinten. Mein Bus. Kann ich kaputt fahren, wie ich will. Ich erwische in letzter Zeit hier häufiger mal irgendwelche Hindernisse. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen... Naja, ich weiß auch nicht. Naja, passiert, ne? Passiert. Hallo, da winken sie wieder alle. Sehr schön. Freuen sich schon, dass ich komme. Naja, gut, das wollte ich jetzt erstmal nicht. Genau, das wollte ich. Und einmal die Tür öffnen. Und auch hier auf Stufe 2 erst. Schade. Wow, da bist du schon.
Hause vergessen. Er hat seine Fahrkarte zu Hause vergessen. Ich brauche eine Fahrkarte. Wenn wir Zeit haben, dann kontrollieren wir die Fahrkarten nochmal. Wer hat denn hier seine Fahrkarte vergessen? Einmal sie. Mhm. Was mit dir? Sie waren schon bei mir. Echt? Na dann. Hier, bitte. Ich besuche ein Café in der Stadt. Wer hat denn hier sein Fahrticket vergessen? Man weiß es nicht. Oh nein, ich habe sie vergessen. Da haben wir noch einen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist das Foto meiner Karte. Klar. Keine Ahnung. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Entschuldigung. Ich versuche nur rauszufinden, wer seine Fahrkarte vergessen hat. Oh Mann, und schon wieder sitzt. Ach komm, scheiß drauf. Wenn man dieses hinsetzt, das nervt. Ah, ich hänge fest, ich komme hier nicht mehr raus. Bus war in Not. Und weiter geht's. Achso, die Rampe noch. Ah, jawohl. Der bleibt stehen und wartet darauf, dass wir rausfahren können. Sehr gut, vorbildlich, vielen Dank. Das Studierendenwohnheim von Kerstadt wird angefahren. Ja, die ganzen Studenten hier, ne, haben ja auch einige Jobs schon bekommen, haben wir ja am Ende der letzten Folge gehört. Oder ziemlich am Ende der letzten Folge. Ja, haben wir doch hier wieder was Gutes getan. Wahrscheinlich alles BWL-Studenten oder sowas. So, zack. Jawohl. Und auch hier können wir auf Stufe 3. Jawohl, sehr schön. Ja, läuft doch. Also, wenn das so weitergeht, kriegen wir Kerstadt. Es ist viel zu heiß draußen. Relativ zügig auf Stufe 3. Achso, nee, Level 3. Bitteschön. Oma, ich hoffe es. Ich stehe jetzt nicht nochmal auf. Kein Bock mehr. So, und weiter geht's. Auf geht's. Zur Technischen Universität. Damit die ganzen Studenten hier Technik studieren können an der Uni. Klingt komisch, ist aber so. So, kommt. Schnellen Schrittes. Nicht gucken, laufen. Wo, Vorsicht. Oh, da sind wir auch schon. Jawohl. Und alle raus von euch. Die Technische Universität. Professor, das fragen würde. Was ist denn hier los? Ey, Punk. Dankeschön. Tut mir leid. Alt. So, okay, dann wollen wir dem mal hier ein Fahrticket geben. Bitteschön. Jawohl. Zack. Erledigt. So, jetzt kommen wir auch hier. Moment, haben wir da noch einen mit Fahrkarte? Ach komm, ey, ich will hier mal ein schönes Foto mit der Technischen Universität im Hintergrund machen. Was ist denn hier los? Ich habe gehört, dass die Vorlesungen von Professor Höhlen echt schwer sein sollen. Boah, jetzt aber hier. Zack. Mit der Technischen Universität. Und wer der Alte ist mir da jetzt ins Bild gelaufen, dann drehe ich am Rad. Und Abfahrt, weiter geht's. Na? Fahr doch mal auf und komm. Kostet viel, 20.000. Ich spreche aus Erfahrung. Das ganze Wochenende Drone Swarm spielen sollen. Na jawohl. Der Arkosweg. Ich sehe aber Arkosstraße, da stimmt was nicht. So, auf zum Arkosweg. Wenn die das sagt. Ja, und weiterfahren. Genau. Ah, nicht stehen bleiben, weiterfahren. Erzwing dir deine Vorfahrt. Komm.
wie im normalen Straßenverkehr. Einfach los. Einfach drauf zufahren. Wenn es kracht, noch einen Meter. So, ab dafür, jawohl. Zum Arkosweg. Und da sind wir auch schon. Jawohl, auch die Haltestelle wird ausgebaut. Sehr schön, Alter. So langsam läuft es hier richtig gut. Tschüss, hau rein. Es läuft echt gut, ne? Ist gestern fast durchgedreht, als ein Flugzeug über uns hinwegflog. Oh mein Gott. Das arme Flugzeug. Oh, noch ein Rentnerticket. Jawohl, bitteschön. Aber die Zahlen ist passend. Zack, nein, Level 2. Oh. Ja, Entschuldigung, das war zu viel, ich weiß. Da war ich zu schnell. Alle am Start. Alle drin, draußen, wie auch immer. Jawohl, sehr schön, Abfahrt. Hast nächste gesehen, Haltestelle. Dass Jason Panda beim Jazzfestival spielen? Hä, hey, wo bin ich denn an der Bushaltestelle vorbeigefahren? Also das verstehe ich ja manchmal auch nicht, ne? Du bist an der Bushaltestelle, lädst die Leute ab, die Leute steigen ein, aus, wie ist das? Und dann sagt er von wegen, oh, du bist an der Bushaltestelle vorbeigefahren. Als ob. Als ob. Fahren. Und schon wieder jemand eingeschlafen. Ich laber, glaube ich, zu viel, ne? Schlaft ihr auch beim Videogucken ein? Schreibt es mir mal in die Kommentare, falls ihr noch nicht schlaft. Ist ja nicht normal, wie viele Leute hier einschlafen, während ich hier fahre und laber und keine Ahnung. Oh, jetzt müssen wir mal wieder genau gucken, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sind bei Haltestelle 9, das heißt, wir müssen geradeaus. Ja, komm, fahren. Ich freue mich so, dass das Jazzfestival auf einen Feiertag fällt. Ja. Festival zum Feiertag. Finde immer gut. Wobei, ganz ehrlich. Ja, kein Problem. So, bitteschön. Wenn man auf Festival ist, ist das automatisch ein Feiertag, ne? Danke sehr. Gerne. So. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, kein Problem, hier bitte schön. Ein ganzes Tagesticket kriegt sie. Zack. Und hier, bitte schön. Ich freue mich auf jeden Fall in 2023 auch wieder auf dem Festival. Wie jedes Jahr. Auf Perukaville, natürlich. Da bin ich wieder am Start. Bis jetzt alle Jahre da gewesen. Vom 1. bis heute. Also auch bis nächstes Jahr, weil Ticket ist schon am Start. Ha! Fahren, danke. Und da bin ich auf jeden Fall safe wieder am Abzappeln. Ja, komm. Genau, ja, ein Schritt schneller. Dankeschön. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh nein. Kurve ein bisschen zu eng genommen. Ich brauche einen Schwarzfahrer, weil ich muss 76 Euro bezahlen. So. Getreidestraße. Man kennt sie. Jawohl, und auch hier ausgebaut. Bams. Leider erst auf 2. Schade. Hi. Hi. Dein Hi ist mir zu verdächtig, Oma. Da sind wir dabei. Was? Ach so. Hier. Danke. Jawohl. Sie haben mich erwischt. So sieht's aus. Und damit ist auch mein Schaden bezahlt. Sehr gut. Hier ist die Fahrkarte. Na und klar. Hier ist ein Foto hier, meiner Katze. Bitte. Sie heißt Mauzi. Sie Moment. Heißt Mauzi. Hier.
In der letzten Folge von Winter der Leidenschaft haben sie so eine tolle Insel gezeigt. Da muss ich hinfliegen. Schon wieder hingesetzt. Na, komm. Opa, aufwachen. Das ist der romantischste Ort hier. Hier wird nicht geschlafen. Das ist kein Schlafbus hier. Klar, hier. Aha. Oh, Augen. Jawohl. Da, hier, bitte. Ja, sehr schön. Da haben wir doch wieder hier einiges hier an Geld eingenommen. Genauso will ich das sehen. Irgendeiner muss ja meine Patzer bezahlen, ne? Geht ja nicht anders. Kann ja nicht sein, dass ich das aus eigener Tasche bezahle hier, wenn ich einen Bus kaputt fahre, ne? Wachowski Industries, die Leute, die hier sehr viele Studenten eingestellt haben, ich gehört habe. Das ist bestimmt eine Ausbeuterfirma oder sowas. So, zack. Und auch hier einmal auf... Oh, Moment. Können wir direkt sogar zweimal ausbauen. Sehr gut. Das läuft doch wie geschmiert. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Jawohl. Zack, zwei Tagestickets, bitteschön. Ah nein, ah, verdrückt, verdammt. Naja, gut, okay, mein Gott. Die 80 Cent. Was willst du machen? Nee, kannst du machen, nichts, musst du gucken zu. Passiert schon mal, ne, wenn man ziemlich schnell drückt. So, und auf geht's. Ab zu Wachowski, nee, zur Zuckerfabrik, jawohl. Zucker ist nicht gut, Freunde, aber egal, wir brauchen sie trotzdem. Doch, Zucker ist geil. Von wegen ungesund leben, bla bla bla. Man darf nur nicht das in rauen Mengen futtern. 4 bis 10 Zuckerwürfel am Tag reichen. Oder wie seht ihr das? Abgesehen davon, wenn man mal bedenkt, in was alles Zucker ist, ist es schon traurig, ne? Zucker, Fruchtzucker und Pflanzenzucker und tierisches Zucker und was weiß ich nicht, was für ein Zucker. Naja, die letzten beiden wird es wohl nicht geben, aber ey. Das weiß ich, Labermüll. Aber Zucker ist generell nicht gut. Zumindest nicht in rauen Mengen. Nein, sie fand das ganz und gar nicht witzig. Okay, tschüss. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ja, du warst auch ziemlich hackendicht, Junge. Also ich bin ja früh gegangen, ne, weil ich musste ja arbeiten, ne? Also bei Tims Geburtstag, aber hey. Der Typ, der hier hinten sitzt, Junge, der war richtig abgeschossen, ne? Den hättet ihr erleben müssen, ne? Sag mal, tanzte er nackt auf den Tischen. Wollte keiner sehen, aber hat es trotzdem gemacht. Ich hätte ja nie gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Christina wurde amputiert. Schon wieder. Oh, das war so klar, ne? Warum bleibt er denn da stehen? Die Straße war doch frei, ey. Ja, komm, weiter da jetzt. Unfassbar, ne? Arbeiten allein macht nicht glücklich, das ist richtig. Arbeit macht generell nicht glücklich, aber hey. Müssen wir nun mal, ne? Ich brauche ein neues Paar Wanderschuhe. In meinen alten laufe ich mir Blasen. Also arbeiten gehen. Macht zwar nicht glücklich, aber du kriegst neue Wanderschuhe. Dann kannst du mit deinen neuen Wanderschuhen zur Arbeit wandern. Und wieder nach Hause. Und auf geht's zur Zuckerfabrik. Ne, Moment, waren wir da nicht gerade bei der Zuckerfabrik? Oder wo fahren wir jetzt hin? Was war das jetzt gerade für eine Haltestelle? Ich bin
Ah ne, wir kommen jetzt erstmal mal Magrat-Zentrum hier an. Ja, alles klar. Über eins vergessen. Boah, hab ich habe Schlagloch vergessen. Oh Gott. Ja, schnell zurückfahren. Das muss ich aber auch noch mal durch. Da muss ich auch noch mal durchbügeln. Und wir nehmen die Körbchen mit. AKA die Randsteine. Haken in Perfektion. Ja, ne? Mann. So, Agrarzentrum. Können wir auch weiter ausbauen. Finde ich gut. Fahrgastmühlen-Ticket. Da hinten ist einer, der die Tür blockiert. Muss der Busfahrer hier wieder aggressiv werden? Muss er wieder laut werden? Wahrscheinlich. Ticket her. Zack. Hier, Cowboy, komm rein. Was ist denn los? Alter, wie viele Leute sitzen denn hier? Hast du ein Ticket? Ah, hast du Glück gehabt. Mit dir? Ich weiß gar nicht, wen ich hier schon alles habe. Schon gezeigt. Hier ist die Fahrkarte. Warum fragen Sie mich schon wieder? Hier ist ein Foto meiner Katze. Entschuldigung, ja, ich höre ja auf. Malt mich hier jeder an? Alles schlecht gelaunt oder was? Nur weil ich hier 700 Mal nach einem Ticket gucke. Zum Heuschober. Na komm, entscheide dich. Meine Schwester endlich pünktlich zu sein. Was? Und Abfahrt. Also wir haben noch 4 Minuten Zeit. Oha. Wie schnell bin ich denn gefahren jetzt? Ist mal im Ernst. Naja, egal, passiert. Es gibt kein pünktlich bei Scheiben-Willi-Tours. Entweder zu spät, zu früh oder gar nicht. Aber pünktlich wird völlig komplett überbewertet. Jawohl, aber hier ausbauen, das wird überhaupt nicht überbewertet. Guten Tag. Das ist eigentlich jetzt hier Mode, dass hier jeder zweite Fahrgast hier so einen Rosenkranz am Kopf hat. Den transportieren wir hier, die bibeltreuen Christen, oder was? Hatte ich an Heiligabend, da klingelte es bei mir morgens an der Tür. Und habe ich mir gedacht, hey, wir kommen jetzt noch vorbei. Dann machst du auf, dann steht da der Junge. So eine junge Frau vor dir. Darf ich Ihnen einen Vers aus der Bibel vorlesen? Und ich mir gedacht so, nö. Und dann war die Tür auch schon wieder zu. Ich mir gedacht, keine Zeit, ich muss Staub saugen, ich muss Staub wischen, Heiligabend steht vor der Tür, Schenker einpacken, auf irgendwelche Leute in der Kasse im Supermarkt töten, weil, ne, Horror. Man kennt es. Hat man keine Zeit für einen Bibelvers. Was ist denn da los? Wir können irgendwann mal, was weiß ich, keine Ahnung. So montags morgens um 4:45 oder sowas bei mir vor der Tür stehen. Dann bin ich eh nicht zu Hause. Oder ich bin zu Hause und dann schlage ich es richtig. Komm, fahr jetzt hier. Aber dann steht wieder keiner da, ne? Das ist wie mit Paketboten. Wann erreicht man sie denn? Ja, dann und dann. Ja, dann arbeite ich nicht. Ja, das ist dann dein Problem. Ich will aber trotzdem mein Paket haben. Ich bin noch in die Schweiz gefahren. Ich bin so nervös. Ich muss ja auch arbeiten. Kommst du nicht drum herum? Ich kann ja meinem Chef nicht sagen, so von wegen, ja, zu dir. L oder was weiß ich, was das da damals war, der Paketbote, der arbeitet nur zu den Uhrzeiten. Ich kann jetzt nicht arbeiten gehen kommen. Da hustet er mir ein. Und das will keiner. So, jetzt hier Vollgas Richtung Steineck Ost, damit wir hier weiterkommen.
Abfahrt. Oh, wir sind aber viel zu früh. Ich sollte vielleicht doch nicht so schnell fahren. So ein Unfall oder so wäre nicht schlecht. Und außerdem werde ich sonst hier wieder geblitzt. So. Steineck Ost. Und Schatz. Und auch hier. Ausbauen. Jawohl. Und auf Stufe 4. Hallo. Hey. Eine Fahrkarte bitte. Ja, kein Problem. Bitteschön. Bitte, bitte. Und die Studenten hier mit den dicken Scheinen in der Tasche. Erkennt sie. Eine Fahrkarte bitte. Bitte, Oma. So, hinsetzen, Klappe halten. Ach, hier, was? Ach, hier war noch einer. Kommst du denn her? Ich habe gehört, dass du mal Sonnenleiten, ne? So, bitteschön. Zack, und Abfahrt. Meine Frau und ich sind in weniger als 2 Tagen von Oakville nach Sonnstein gewandert. Da sollte sich die eine Tussi mal bei dem Opa wegen Wanderschuhen informieren. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Kollege, kein Problem. Die Blumen, die melden sich schon, wenn sie Wasser haben wollen. Und wenn die so braun, dann siehst du das schon. Blumen vertrocknen ja nicht. Die wachsen dann einfach nur ein bisschen knusprig. So, Kollege, weiter geht's. Abfahrt. Guck mal, das Ken. K-I-N. Das Kennzeichen. Ja, Abfahrt. Danke. Nein, oh, nicht stehen bleiben. Bist du wahnsinnig? Ich fahre weiter. Da. Was tut es? Hallo? Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Ja, tschüss. Opa ist nur am Wochenende, Amanda. Ah, endlich, er fährt. Juhu. Ja, weiterfahren. Oh Gott, Junge, ey, ich hab Kollegen, Junge, die können nichts, ne? So, sehr gut. Und Zahltag. Ja, bei Zahltag sind wir dann raus, ne? Würde ich sagen. Ja, dann machen wir hier ein Folgenende. Ich glaube, wir sind jetzt weit genug gefahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß, ich habe wieder viel gequatscht. Und viel Blödsinn vor allen Dingen dabei. Wie immer, ne? Man kennt mich. Und ja, gerne kommentieren, bewerten, kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei bleiben wollt. Was mich freuen würde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir dann so hier fahren werden. Sag mal bis demnächst und ciao, ciao.